Dankeschön. Vielen Dank für die nette Einführung. Was im letzten Dialog gesprochen wurde und Orlando wurde zitiert mit den über 2000 Identitäten, das ist eine Sache, da kenne ich mich gut aus. Das trifft ungefähr für meine Arbeitshaltung und meine Arbeitswahrnehmung zu. Ich bin E-Book-Verlegerin, aber eigentlich bin ich Verlegerin, weil ich nicht ausschließe, dass ich bald auch Print mache. Das ist eigentlich mit den neuen Produktionsmitteln entstanden. Die Idee zu verlegen vor jetzt 4 Jahren, ich habe einen der ersten E-Book-Verlage in Deutschland mitgegründet, der hat den scheußlichen Namen, Originals Berlin hieß der, einen beschreibenden Namen, weil wir zunächst einen schönen Namen hatten, Pavo Verlag sollte das heißen, und dann hat uns aber der Bauer Verlag angedroht, uns im Grund und Boden zu klagen wegen der Bravo. Und dann haben wir diesen Namen begraben und den hässlichen Originals Berlin genommen. Dieser Verlag war damals eher Start-up-mäßig, und nach einem Jahr und einigen Erfolgen habe ich eben gemerkt, dass Publishing eine ganz eigene Note für mich angenommen hat und dass das für mich was geworden ist, was eigentlich so ein bisschen wie Autorschaft ist. Also dass man auch einen Verlag ein bisschen wie eine ästhetische Arbeit betrachten kann, wie eine Skulptur. Und deswegen habe ich dieses alte Projekt verlassen und nochmal neu angefangen und auch extra von Anfang an meinen Namen drüber gelegt, um zu sagen, hier ist kein Startup, das ist nichts, was mit Exit-Strategie in 2 Jahren an irgendeine Verlagsgruppe verkauft wird, sondern das ist was, worin ich entweder lange arbeiten werde oder was ich einfach an irgendeinem Punkt wieder aufhören werde. Der Frohmann Verlag hat 2 Schwerpunkte. Das eine sind neue Literaturen, neue Literaturformen, wie sie in erster Linie im Internet entstehen. Twitteratur ist ein großes Thema, schrecklicher Begriff wiederum. Es kennzeichnet sowieso meine ganze Arbeit, dass ich immer scheußliche Begriffe habe und dann mit der Zeit versuche, schönere drumherum zu weben. Alles mit digital hat scheußliche Begriffe, muss man wirklich sagen. Vieles am Digitalen ist aber wunderschön, nämlich die Freiheiten, die es einem bringt, die Beweglichkeit, die Zugänglichkeit, die man schaffen kann. Und das ist eine Sache, wie ich überhaupt jetzt hier heute dazugekommen bin, weil Kinder- und Jugendliteratur ist von Haus aus, ich bin auch Literaturwissenschaftlerin, wirklich nicht mein Schwerpunkt. Also ich habe sehr, sehr klassisch gearbeitet, früher sehr texttheoretisch, und seit einigen Jahren interessiert mich vor allem Netzkultur, also welche neuen kulturellen Phänomene im Netz entstehen. Und da habe ich gelegentlich mit jungkulturellen Styles, würde ich fast sagen, zu tun. Zum Beispiel Facebook hat eine eigene literarische Form hervorgebracht, das sind die sogenannten Nur-Du-Gedichte. Das ist so eine Mischung aus Emojis und kurzen Texten, wo halt Freunde einander, es können virtuelle Freunde sein oder echte Freunde, echt, jetzt sage ich auch schon echt oder real und falsch, soll man ja nicht, ist ja nicht die Unterscheidung, einander Sachen schreiben wie: nur du bist die Süßeste, nur du bist schön, nur dich habe ich in der Ferienfreizeit kennengelernt, nur du bist die krasseste. Also so ungefähr gehen diese Gedichte, und das ist wieder sowas, was man so ähnlich wie die YouTuber erst so abtun könnte, wenn man möchte, aber Jugendkultur hat ja ihre eigene Magie und ist oft ästhetisch angreifbar und bedeutet aber innerhalb dieser Altersgruppe halt ganz viel, ist ganz wichtig, um sich an Gruppen an- und abzuklammern, und insofern super interessant als kulturelles Phänomen. Das Hybrides zwischen Netz- und Offline-Kultur, changierendes Schreiben, Verlegen und Lesen bringt Menschen und Themen in neuen Wirkungsschleifen zusammen. Das ist meine These für heute. Und wie ich ja schon eingeführt wurde, bei mir sind die Prozesse ein bisschen umgekehrt. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich ein Buch lese, das ein bestimmtes Prozedere beschreibt und das in meiner Verlagsarbeit realisiere, sondern es geht meistens so los, dass ich eine bestimmte Strömung, ein bestimmtes Phänomen im Netz beobachte oder eine bestimmte Gruppe von Leuten, die was Interessantes machen, und das eine Weile erstmal so passiv beobachte, dann oft mit reingehe, anfange zu interagieren und zu kommunizieren und dann Vorschläge mache, wie man daraus ein konkreteres Projekt mit einem definierten Rahmen machen kann. Dann ist es entweder eine Sache, dass man zusammen bloggt oder ein E-Book veröffentlicht, eine Anthologie, und erst dann fange ich an zu theoretisieren. Und auch über die beiden Projekte, über die ich heute sprechen will, habe ich noch gar nicht vorher theoretisch nachgedacht, sondern sie einfach gemacht. Und habe aber an einem bestimmten Punkt gemerkt, dass die quasi kopierbar sind und dass es auch ganz viel Sinn macht, die zu kopieren, und auch eine gute Form darstellt, wie man heute im Unterricht was Produktives machen kann, was gleichzeitig Medienbildung ist, gleichzeitig Nischenthemen ganz sinnvoll besetzt und eben auch Stimmen schafft für Kinder und Jugendliche, die bisher in der Kinder- und Jugendliteratur, zumindest im deutschsprachigen Raum, meiner Wahrnehmung nach extrem unterrepräsentiert sind. Ich beginne jetzt mit dem Thema 1000 Tode. Also da gibt es dieses Hashtag, alles braucht einen Hashtag im Netz. Und dieses Projekt habe ich
Mitte, Ende letzten Jahres begonnen. Das ist entstanden heraus aus einer ganz alten Idee von mir selbst. Ich wollte mal irgendwann in meinem Leben ein literarisches Buch schreiben und das sollte 1000 kurze Geschichten zum Tod enthalten. 1000 konkrete Tode, die passiert sind, die es in der Geschichte gegeben hat, von denen mir erzählt worden ist. Also mehr oder weniger so eine Anekdotensammlung werden. Habe aber an einem bestimmten Punkt festgestellt, das ist eine sehr altmodische, für mich gar nicht so passende Art, ein Projekt zu denken ist. Und dass eigentlich meine große Stärke im Netz ja ist, dass ich so unglaublich viele Leute um mich herum habe, die mit mir kommunizieren. Und dachte mir, fast jeder Mensch hat in seinem Leben schon mal den Tod gehabt, hat jemanden verloren, hat beruflich mit dem Tod zu tun, hat philosophisch darüber gearbeitet. Also es gibt die unterschiedlichsten Perspektiven auf den Tod. Wir wissen, den Tod selber kann man eigentlich nicht denken, weil er sich unserer Erfahrung entzieht. Er begegnet uns nur in sterbenden und toten Menschen. Aber es gibt eben auch sehr, sehr unterschiedliche Facetten, kulturell konditionierte, determinierte, dann eben auch beruflich verfasste und auch ganz naive, würde man sagen, emotionale. Und meine Idee war gerade, weil wir jetzt diese Kultur des Teilens im Internet sehr stark haben, wo man eben nicht das alte Distinktionsding spielt und sagt, ich bin Professor, ich bin promoviert, ich lehre da und ich beherrsche den Diskurs, sondern sagt, interessanter sind bei bestimmten Phänomenen, gerade bei schwer zugänglichen, rational schwer zugänglichen Phänomenen, ist eigentlich die Vielfalt an Perspektiven auf eine Fragestellung. Und deswegen habe ich so einen Aufruf gemacht, erstmal in meinem Kreis von Autoren und Freunden und Leuten, die ich kannte, von denen ich wusste, dass sie eben in Sozialberufen beispielsweise arbeiten, und habe gesagt, schreibt mir bitte kurze Texte zum Tod, maximal 3000 Zeichen, damit das Ganze handelbar ist. Bin ausgegangen von der Redewendung 1000 Tode sterben und habe die umgeschrieben auf 1000 Tode schreiben, so der Titel dieses Projektes, und eben mit dem Ziel begonnen, am Schluss 1000 Texte zum Tod zu haben. Und haben natürlich alle am Anfang erstmal gesagt, wow, das aber hast du dir viel vorgenommen. Das kann man auch sagen. Ich bin jetzt bei 600 Texten inzwischen nach einem guten Jahr und habe von Anfang an gesagt, dass ich das als E-Book veröffentlichen möchte, um es in Versionen herausgeben zu können. Weil ich einfach wusste, das ist so ein Projekt, an dem könnte ich jetzt einfach 10 Jahre am Stück sitzen und dann ein dickes Buch am Schluss herausgeben. Aber viel interessanter ist, auch die Etappen dieser immer enger werdenden Arbeit von immer mehr Menschen abzubilden. Und das geht eben wunderbar mit E-Books, weil man die halt immer wieder öffnen kann. Die sind zwar vorläufige Container von Inhalten, von Texten, von Literatur, aber sie sind eben nicht notwendigerweise für immer abgeschlossen. Man muss kein letztes Wort mehr mit E-Books sprechen. Das ist ja auch so eine kulturelle Angst von vielen Menschen, dass das ihnen die E-Books unheimlich macht, weil sie denken, da steht jetzt was drin und dann verlasse ich mich da drauf und zitiere das und in der nächsten Version steht wieder was ganz anderes drin und ich merke gar nicht, dass da was geändert wurde. Das ist aber eigentlich eine unwissende Blickrichtung darauf, weil in den sogenannten Metadaten ist immer nachvollziehbar, was in den vorhergegangenen Versionen gestanden hat. Also es ist gar nicht so, als ob Inhalte wirklich verloren gehen in versionierten E-Books. Gut, dann haben wir begonnen, also erst in diesem Rahmen von Bekannten und von weiterempfohlenen Freunden, und es hat sich ganz schnell eine Dynamik bei diesem Projekt eingestellt, die ganz unglaublich war. Also ich arbeite ja auch schon sehr lange im Verlagswesen, habe früher als freie Lektorin gearbeitet, und Autoren, Autorinnen können ja schon ab und zu mal recht dievenhaft sein und auch ungehalten, wenn es um Textänderungen geht und so weiter. Unter Stress wird es dann auch mal komisch im Ton. Und all diese Sachen sind von Anfang an in diesem Projekt nicht aufgetreten. Es gab jetzt, glaube ich, bei diesen 600 Texten, die ich bisher habe, ein-, zweimal ein bisschen Irritationen, weil irgendwie ein Fehler sich wieder eingeschlichen hatte, der in der letzten Version schon draußen war. Und Leute, die mit E-Books nicht arbeiten und wissen, dass beim Konvertieren halt immer wieder neu diese Fehler passieren können durch technische Fehler, haben dann gedacht, meine Güte, wie kann das denn sein, dass das wieder zurückgeht? Aber interessant ist halt, es ist halt eine Mischung, da sind jetzt Leute dabei, total angesehene Autoren, also David Wagner hat einen Text dafür geschrieben beispielsweise, Clemens Setz, solche Menschen sind dabei, und dann total unbekannte Hobbyautoren, würde man sagen. Das ist ja auch so eine Geschichte, die sich im Digitalen sehr stark herausgebildet hat, diese Gleichzeitigkeit und auch
zum Teil Marktmacht und Präsenz von Professionellen, von Ausgebildeten in Hildesheim und Leipzig ausgebildeten Autoren und andererseits diesen Leuten, die einfach schreiben möchten und schreiben und jetzt durch diese Mittel des Self-Publishing auch einfach publizieren können. Und in diesem Projekt wird halt diese Grenze eingeebnet, indem ich eben nicht sage, ich möchte nur große Namen. Ich freue mich total über große Namen, weil die geben dem Projekt natürlich auch Schubkraft und Aufmerksamkeit. Aber das Tolle ist halt, dass diese bekannten Autoren sich gar nicht so verhalten wie sonst in der Interaktion mit ihrem Verlag. Die sind zum Teil auch sonst bei mir unter Vertrag mit anderen Projekten. Da hat man eine ganz andere Kommunikation miteinander. Und das ist eben etwas, was mir schon so ein erstes Gefühl dafür gegeben hat, dass wenn man über diese großen, über diese letzten Fragen spricht, die nicht so viel mit Verstand, sondern viel mehr mit Emotion zu tun hat, dass die Leute da ein bisschen aus ihren gesetzten gesellschaftlichen Rollen rausgehen und sich ein bisschen lockerer machen, ein bisschen zugänglicher werden und in größere Gruppen sich so einordnen und dass da ganz neue Sachen entstehen können. Das ist die Idee. So sieht das Cover aus, also ist jetzt hier hinter dem schwarzen Hintergrund nicht sehr gut zu sehen. E-Books haben einen Vorteil, man hat ja da so diese Entwicklung, dass jetzt in dieser ersten Phase der E-Book-Kultur sehr viel von der Buchkultur übernommen wurde und teilweise eigentlich ohne jeden Sinn, dass man einfach Sachen wie im Buch gemacht hat, einfach weil man es vom Buch her gewohnt war. Zum Beispiel, dass die Lese-Apps eine Paginierung einziehen, wo in der Produktion vom E-Book eigentlich gar keine ist. Bei den Lese-Apps gibt es teilweise sogar richtig alberne Sachen, wie dass das Papier, also dass es knistert beim Umblättern, dass es so eine Art Eselsohren gibt. Dann hat man eine Kindle-Hülle, die aussieht wie eine Buchhülle. Und das sind Sachen, über die ich sehr viel gearbeitet habe, weil die sind gleichzeitig total wichtig gewesen, um die neue digitale Kultur zugänglich zu machen, weil Menschen haben meistens Angst, wenn ihnen etwas ganz neu vorkommt. Und wenn es so vertraute Momente gibt, können sie sich leichter darauf einlassen. Aber ab einem bestimmten Punkt ist diese Analogsetzung mit der alten Buchkultur halt auch so eine Art Denknebel, weil man Probleme hat, sich frei zu machen, E-Books einfach als so eine Art digitale Kopie von Büchern zu sehen. Und ich habe relativ schnell meine Arbeit gemerkt, ich interessiere mich nur für die E-Books, die man als Print so erstmal gar nicht machen könnte, weil mir das einfach eine ganz neue Freiheit gibt, gerade eben auch Sachen zu riskieren. Einfach, was ich hier bei 1000 Tode riskiert habe, ist Lebenszeit. Aber das ist eine große Leidenschaft von mir, das Verlegen, das konnte ich einfach machen. Ich konnte einfach riskieren, ich habe da keine 10, 100.000 Euro Produktionskosten in den Sand gesetzt. Ich hatte keine 5.000 verdruckten Bücher in meinen Lagern liegen, sondern konnte einfach, wie man im Netz sagt, go with the flow, einfach mal machen und gucken, wie sich's entwickelt. Dass es an jeder Stelle so gut funktioniert hat, ist eine schöne Überraschung und für alle Mitwirkenden auch so ein ganz großes Ding. Es ist teilweise hat man das Gefühl wie so eine Glaubensgemeinschaft, der Mailverkehr, wenn der hin und her läuft, wenn ich so eine neue Mail an alle schreibe, dann kommen immer gleichzeitig, dann kommen so ganz stark affirmative Sachen. Alle sind unglaublich freundlich, nett miteinander. Die Autorinnen und Autoren haben sich untereinander dann auch teilweise angefreundet, bei Lesungen dann näheren Kontakt aufgebaut oder gesagt, dein Text hat mich total besonders betroffen und haben sich dann auf Twitter entdeckt oder auf Facebook oder eben, also ich habe den Mailverteiler nicht so gestellt, dass jeder die anderen Mails sehen kann. Die müssen sich also gesucht haben anderswo und haben eben angefangen, sich anzufreunden. Und ich kam jetzt halt an diesen einen Punkt, wo ich sagte, dass jetzt die Anzahl der Mitwirkenden in der letzten Version gewesen, also sind schon ganz schöne Namensmengen inzwischen auch. Und dann muss ich eben überlegen, dass jeder einzelne dieser Mitwirkenden und eine ganz andere, sehr, sehr erstaunliche Geschichte bei dem Projekt ist, dass ich die Quote von Anfragen und Ja's und Neins, wenn ich sonst eine Anthologie mache, sagt mir ein Drittel sofort ab aus Zeitgründen und ein Drittel sagt, ich muss mal gucken, ob ich es schaffe und ein Drittel sagt, ja klar, mache ich. Bei diesem Projekt habe ich von 1000 irgendwas Anfragen, ich habe 2 Neins gehört. Manche werden ihren Text nicht fertig schreiben, weil ich auch die ganze Zeit dazu sage, dass jeder auf sich achten soll, weil es ja an Themen und Stellen in einem rührt, die teilweise, wir haben ja vorhin gesagt, jetzt kommen die ganzen traumatisierten Kinder und Jugendlichen in unsere Schulen. So ähnlich ist es ja auf einem kleineren Niveau, in Anführungszeichen, wir haben alle keinen Krieg und keine Folter erlebt, aber ein Tod kann einen ja auch traumatisieren, zumindest für eine gewisse Zeit. Und man muss aufpassen, wann und wie man daran rührt. Deswegen Leute, die relativ
frisch jemanden verloren hatten, habe ich auch immer gleich gesagt, nee, das, ich wusste das ja nicht, dann würde ich dir das gar nicht raten. Ich selber habe eigentlich die Idee zu dem Projekt erst entwickelt, um einen lange zurückliegenden Tod selber in gewisser Weise zu bearbeiten. Und dann kam aber der Punkt, nachdem ich merkte, wie gut das eigentlich allen Beteiligten tut. Also, dass sie zwar sagen, sie müssen viel weinen, wenn sie die neue Version lesen und das hätte viele in ihnen ausgelöst, den Text zu schreiben, aber sie seien froh. Aber es ist so eine große Dankbarkeit insgesamt und mir selber hat es auch, also auch gut getan, dieses Projekt zu machen. Das Lektorat, kann man sich vorstellen, ist wirklich fordernd. Mal so ein paar hundert Texte am Stück mit Tonen zu lesen, ist schon wirklich nicht ganz einfach. Aber ich habe da für mich so eine Position entwickelt, ich bin so wie so eine Membran dafür. Ich fühle das so durch, während ich das lese und dann kann ich aber wieder Abstand nehmen. Also jetzt nicht so wie Ärzte das immer sagen, so die professionelle Distanz, das habe ich nicht, aber ich kann es auch wieder loslassen, wenn es dann gelesen ist, weil sonst wäre es wirklich ein bisschen viel. Muss aber zwischendurch mal pausieren, also manchmal wird es einem auch noch ein bisschen viel. Und als ich dann aber eben jetzt über ein Jahr Erfahrung mit dem Projekt verfügte, und sagen konnte, niemand hat gesagt, dass, was hast du mir da angetan, das war ein Albtraum, hätte ich doch nicht. Und ich habe früher mal am Fortune of Archive for Holocaust Video Testimonials in New Haven gearbeitet. Und da habe ich gelernt, dass man eben Überlebende nicht drängeln soll, sich zu erinnern, sondern dass man einfach nur sagen soll, es gibt dieses Angebot, wenn ihr das machen möchtet, dann kommt zu uns oder wir kommen zu euch, aber nicht sagen sollt, ihr seid der Nachwelt schuldig und das ist auch gut für euch und so. Und das habe ich so ein bisschen runtergekocht auf dieses Projekt übertragen, dass ich halt nur sage, es gibt diese Möglichkeit und ich lade dich ein mitzumachen und dann aber nicht pushy werde und nicht sage, hey, mal kurze Erinnerung, magst du nicht doch noch was schreiben, sondern ich lasse es dann sofort gut sein, wenn ich merke, dass Leute zögerlich sind. Aber eben in dieser schon relativ umfangreichen Erfahrung mit diesem kollaborativen Schreiben, mit dieser großen Gruppe von Autoren aus ganz unterschiedlichen Milieus und auch unterschiedlicher Literarizität, habe ich dann eben gemerkt, ich könnte mich sogar trauen und ich würde gerne für das Buch, dessen Ursprungsgedanke, was es leisten soll, nicht für die, die mitwirken, sondern für die, die es lesen, eben so ein wirklich multifacettenreiches Bild dessen, was der Tod in unserer Gesellschaft aktuell ist. Es gibt ja diese RES-These, diese alte, dass der Tod verdrängt wurde, so vor 150 Jahren aus unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung, die inzwischen modifiziert wurde von Kulturwissenschaftlern, dass es eher ist, dass der Tod sich sowieso nie erfahren ließ, sondern dass es die Sterbenden sind, die halt aus unserem Gesichtskreis verschwunden sind, was sich ja auch teilweise mit der Hospizbewegung jetzt wieder geändert hat. Aber meine Idee war halt, dass man, ich kenne einfach sehr viele Leute, die so nicht gerne reden wollen über den Tod und das sehr unangenehm finden und wirklich dann irgendwann ganz stark konfrontiert sind, wenn in ihrer Familie jemand stirbt. Und dachte einfach, ein etwas unbefangenerer Umgang kann keinem von uns schaden. Und dass eben so die Lektüre über so ein vielschichtiges Buch, wo eben ein paar alberne Texte drin sind, ein paar hochphilosophische, ein paar wissenschaftlich unterfütterte und ganz, ganz literarische und sehr, sehr viele auch wirklich so einfach so persönliche, sachliche, schön geschriebene Berichte, dass da jeder irgendwo Zugang finden kann. Und das ist auch eine Leseerfahrung, die Käufer und Leser dieses E-Books berichten, dass sie manche Texte total doof finden, aber dass dem Buch keinen Abbruch tut, dem E-Book keinen Abbruch tut, sondern dass dann wieder andere kommen, die sie so von den Füßen holen. Und genau das war das, was ich mir so auferlegt habe, dass ich eben nicht die Qualitätsstufe stelle. Ich lehne Texte ab, sind aber nicht viele, die ich ablehne, eher so welche, die so verquast sind. Wenn mir ja jemand mit so 17-jährigen Philosophie kommt, ist aber 35, das finde ich uninteressant. Wenn es jetzt ein 17-Jähriger wäre, fände ich es interessant. Also solche Sachen mache ich schon, aber im Großen und Ganzen, ich nehme die meisten Texte an, teilweise überarbeite ich sie relativ stark im Austausch mit den Autoren. Aber auch eine Erfahrung, erstaunlich viele Texte kommen makellos an, wo man richtig merkt, dieser Text war in den Leuten schon gemeißelt drin und er musste raus oder sie hatten ihn schon liegen. Ich hatte so eine ganz tolle Erfahrung mit Alan Posner, der ja auch ein relativ bekannter Sachbuchautor ist. Mit dem habe ich mal ein Buch gemacht vor ein paar Jahren in meinem anderen Verlag und dem schrieb ich dann eine Mail und schrieb so, Herr Posner, es wäre schön, wenn Sie mitmachen, wenn Sie die Zeit finden oder wenn Sie einen Zugang zu dem Thema haben. Und dann schrieb er mir eine Mail zurück,
wo keine Antwort drin stand. Und ich dachte, das ist jetzt aber, was ist denn das? Oder nur so ein ganz knapper Satz. Auf jeden Fall irgendwas, was mich irritiert hat und wo ich dachte, naja, also so muss er ja jetzt auch nicht reagieren, auch wenn er keine Zeit hat. Und merkte dann, als ich die Mail nochmal öffnete, mit diesem unguten Gefühl, dass eine Datei angehängt war. Der hatte mir nach einer halben Stunde seinen fertigen Text geschickt. Und das war, ist ein Hammertext. Also ich weiß nicht, ob er den schon hatte oder ob er echt dankbar war, dass ihn jemand gefragt hat. Es geht nämlich so, wie man sich quasi im Moment des In-Rente-Gehens, wie man auf einmal diese Perspektivenauslotung, was noch vor einem liegt, wie Leute einen sehen, wie man in der Gesellschaft steht. Und solche Geschichten passieren eben oft. Dann kam die Überlegung, dass ich eben gerne noch mehr Texte von jüngeren Leuten mit drin hätte. Es gibt natürlich eine gewisse Tendenz, dass sehr viele Texte von Leuten in meinem Alter oder noch ein bisschen älter sind, die gerade ihre Angehörigen gepflegt haben und die jetzt gestorben sind, ganz intensive Phasen hinter sich haben, die sie dann jetzt verarbeitet haben in diesen Texten. Das sind ganz tolle Texte, aber es gab halt schon eine gewisse Zahl in dieser Art und dann dachte ich, jetzt muss ich mal ein bisschen willkürlich eingreifen und eine neue Richtung geben. Das mache ich von jeder Version zur anderen, dass ich eben so ein bisschen die Richtung ändere, um noch mehr Facetten reinzubekommen. Und habe dann gesagt, bitte versucht mal, vielleicht das in den Unterricht mit reinzunehmen. Ich hätte sehr, sehr gerne auch Texte von ganz jungen Menschen. Das kann ja auch wirklich der Tod des Meerschweinchens sein oder auch nur der Gedanke, wie sieht der Tod aus? Weil, also ich kann mich an mich erinnern, dass ich schon ab und zu über den Tod nachgedacht habe als Kind. Meine Kinder haben inzwischen auch einen Tod im nahen Freundeskreis erlebt und das war natürlich nicht nur schrecklich, aber auch interessant zu beobachten, wie sie damit umgegangen sind. Und ich dachte, noch behutsamer unter pädagogischer Anleitung, also nicht einfach so, hey Kinder, die ich euch kenne, schreibt mir so einen Text, sondern eben vermittelt, eben durch Lehrer, habe ich angefragt in der Klasse meines jüngeren Sohnes, der jetzt gerade 12 geworden ist, ob ich in seine Klasse gehen kann und eine Projektwoche machen kann. Und die fanden es gut, hatten natürlich auch so ein bisschen Berührungsängste, schon ein hartes Thema. Habe ich entgegengehalten, meiner Erfahrung nach finden Kinder das gar nicht so hart als Thema. Das ist mehr so der entsetzte Blick der Erwachsenen oder die armen Kleinen mit diesem schweren Thema, die finden das gar nicht so schwer, dieses Thema. Und dann bin ich ja hingegangen. Und diese Klasse ist eine sehr interessante Klasse auf einer sehr interessanten Schule. Und deswegen, ich glaube, das ist die Relevanz für heute und wo dann der Anschluss liegt. Das ist ein Gymnasium in Berlin-Wedding. 85% Kinder mit Migrationshintergrund in der Klasse meines Sohnes. Soweit ich weiß, ist er eins von zwei Kindern im Moment. Also auf der Schule sind es 65 bis 85, je nach Jahrgang. Und aber das Besondere ist, es ist eine Schnelllernerklasse. Also man hat nicht Klischee, braucht wahnsinnig viel Förderung hier und so weiter, sondern andersrum. Man hat da so eine Klasse von frühreifen Putzis sitzen, die philosophieren, die wahnsinnig schnell sind und reagieren und vor allem unglaublich offen auf Angebote reagieren. Und da ich diese Klasse eben schon kannte, habe ich mich getraut, damit dahin zu gehen. Und die Kunstlehrerin hat es mit mir zusammen gemacht. Die hat den ersten Tag quasi unter ihrer Ägide geführt und so sind wir auf den Friedhof gegangen, haben sie so Abreibungsbilder gemacht von Grabsteinen, angefangen sich darüber Gedanken zu machen, wann das war, wann die gestorben sind, ob da Krieg war und solche Geschichten, so ein bisschen ins Thema reingekommen. Und dann habe ich ihnen am nächsten Tag einfach verschiedene kulturelle Vorstellungen vom Tod ein bisschen näher gebracht, was es für Begräbnisrituale und Trauerrituale auf der Welt gibt. Und dann haben wir sie eben aufgefordert, aber auch wieder so mit der Ansage, wenn ihr ein gutes Gefühl damit habt, ihr müsst euch nicht dazu zwingen, wenn es unangenehm ist, macht es nicht. Ihr könnt vor allem auch in eine andere ästhetische Form wechseln, wenn euch Schreiben gegen den Strich geht. Versucht, eure persönliche Geschichte zu erzählen. Versucht euch an etwas zu erinnern, was ihr erlebt habt oder einen Gedanken, den ihr hattet, den zu Papier zu bringen oder wenn ihr wollt, eben zu zeichnen, wenn es euch unangenehm ist mit dem Schreiben. Und das war wirklich unglaublich, was dann passiert ist. Also das hier ist noch eine Pressestimme zu 1000 Tode. Es hat jetzt sind 3 Versionen bisher erschienen und ich habe noch keine offizielle Pressearbeit gemacht, weil ich dieses Projekt sozusagen so ein bisschen persönlicher halten will und nicht so von mir aus schon so ein PR-Marketing-Ding drüberlegen will. Ach genau, eine Sache muss man auch noch dazu sagen, was natürlich auch dazu beigetragen hat, dass alle mitmachen. Wir spenden den gesamten Autor- und Herausgeberanteil an einen Kinderhospiz in Berlin-Pankow. Also so, dass man, weil sowas könnte ich nicht abrechnen mit meinem Mini-Verlag, mit so vielen Autoren, wo dann jeder 0,23 Cent pro Quartal bekommt. Deswegen habe ich sie darum gebeten, ob wir es eben wohltätig machen können und das fanden natürlich auch alle toll.
Aber eben, das Projekt hat sofort sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, ist auf Twitter total zirkuliert und hat auch ganz viele Autoren darüber gefunden und eben auch Presseaufmerksamkeit erregt. Also die NZZ hat gleich darüber berichtet, Wired und so. Also es hat jetzt schon sehr viel Aufmerksamkeit. Man kann sich vorstellen, wenn dann irgendwann ganz am Schluss eine Printversion kommt, dann wird es wahrscheinlich auch durch die klassischen Feuilletons gehen. Die sind alle noch so ein bisschen, die interessieren sich sehr dafür, aber wissen nicht so richtig, wie sie es einpassen sollen in ihre Berichterstattung. Okay, die Projektwoche. Hier, das ist der erste Text von Aisima. Mir ist es selber passiert. Mein Opa ist gestorben. Ich habe seine kalte Leiche gesehen und angefasst. Es ist kein schönes Erlebnis, wenn der erste Tote, den man sieht, der eigene Opa ist. Meine ganze Familie stand im Krankenhaus neben seiner Leiche. Es fühlte sich schon etwas komisch an neben dem Toten, aber eigentlich war mein Opa ja schon ganz woanders. Deshalb habe ich mir seinen Körper auch hohl vorgestellt. Man kann es nicht beschreiben. Der Tote wird blass und kalt. Ein anderer Mensch, den man davor nicht kannte. Mein Opa musste noch eine lange Reise machen, bevor er begraben wurde. Er wurde in ein Kühlfach geschoben und da wartete er ein paar Tage, bis man ihn in die Moschee brachte. Da konnte ich ihn das letzte Mal sehen. In der Moschee beteten alle vor seinem Sarg und dann begann schon die Reise in die Türkei. Alle seine Kinder sind mitgeflogen, um ihn in seiner Heimatstadt zu begraben und dort von ihm Abschied zu nehmen. Zum Schluss kam er dahin, wo alle Menschen hingehören, in die Erde. Meine Familie war erleichtert, nachdem sie ihn begraben hatten, weil er nun in Ruhe schlafen kann. Hat mir diesen einen Text, und es war halt auch immer so, immer wenn er vorgetragen wurde, es war super emotional, ich bin auch, musste immer aufpassen, ich nicht gleich wieder losflenne, das war ganz toll, wie die Klassengemeinschaft in dem Moment so total aktiviert war. Man merkte so richtig, wie die Kinder füreinander diesen Rahmen gebildet haben. Es gab kein sich schämen, keine Peinlichkeit. Mein eigener Sohn ist total weggetickt, weil wir eben diesen Todesfall vor kurzer Zeit hatten. Und er hat erst einen sehr unpersönlichen Text geschrieben, der sehr philosophisch und sehr schlau war. Und ich habe gesagt, ich finde ihn schon gut, aber der ist so ein bisschen vorführend, was man so denken kann. Guck mal, ob du rankommst, ob du da schon drüber reden kannst, über deine Gefühle. Und dann ist er mir wirklich, da habe ich dann überlegt, habe ich genau jetzt diesen Fehler gemacht, den ich nicht machen wollte, habe ich ihn zu weit getrieben. Dann hat er eben, also wirklich musste er rausgehen, hat er total geweint und hat aber nachher gesagt, dass er es total gut fand. Also, dass es ihm geholfen hat, damit klarzukommen. Hier haben wir jetzt ein muslimisches Begräbnis. Das war eben auch total interessant für die Kinder aus anderen Kulturkreisen in der Klasse. Und dann kommt gleich ein anderes und fast jeder dieser Texte hat und deswegen finde ich sie für Leser absolut wertvoll und eben für kulturelle Verständigung in unserer jetzt wirklich endlich multikultureller werdenden Gesellschaft. Das ist ja früher eher ein Lippenbekenntnis gewesen. Erst jetzt wird es spürbar, dass sich wirklich was ändert. Denke ich, sind diese Texte, werden einen großen Unterschied machen, weil sie einfach in einem Kontext mit erwachsenen Texten stehen werden und eben mit ganz klassischen, also so, das hat man ja jetzt auch bei der Geflüchtetenhilfe-Debatte, dass die Leute jetzt ihre Oma aus Pommern ausgraben und wir sind auch vertrieben gewesen und geflohen, dass man nicht mit Analogien kommt, die nur in gewisser Hinsicht passen und die dann aber zugleich macherisch benutzt, sondern wirklich der Andersheit und den fremden Einflüssen auch ihren Raum gibt. Das ist jetzt der Text von Lorenz, von meinem Sohn, der ist jetzt für hier zu lang, aber kann ich gerne auch später nochmal als Link zur Verfügung stellen. Der schrieb eben so philosophisch und dann an einem bestimmten Punkt hat er sich eben auf dieses persönliche Erlebnis eingelassen. Das fand ich halt interessant, weil der schreibt so den religionsfernsten Text. Also er schreibt über verschiedene Religionen und Vorstellungen. Wir sind halt atheistisch zu Hause. Und die anderen haben sehr, sehr stark religiös motiviert. Also nicht im Sinne von, ich glaube dies und das, aber eben einfach religiös motivierte Begräbnisse beschrieben. Und das hat auch eine viel stärkere Nähe gebracht. So als ob man sagen könnte, wir haben auch ganz viel dann auf einmal über den Islam gesprochen. Und die haben dann auch mir viele so Details erzählt, wie dieses Punktesystem, wenn man in Gegenwart von anderen Kindern fastet, dass die nicht fasten, dass man dann mehr Punkte bekommt und so, also was dann schon fast so Computerspiel-Assoziationen bei mir wieder ausgelöst hat. Und es ging eben nicht nur um den Tod, sondern es wurde ganz große Nähe in dieser Klasse hergestellt über diese Arbeit und ganz viel über dieses Leben zu Hause, was sonst schon versucht wird, in diese Klassengemeinschaft mit reinzubringen, aber eben mal mehr, mal weniger erfolgreich. Das war der Text von Betül, der ist auch total toll.
Ich möchte ihn noch ein einziges Mal sehen. Er ist gegangen, ohne Tschüss zu sagen. Ich war gerade 8 Jahre alt und konnte es nicht akzeptieren, dass er weg war. Und das alles wegen dieser Zigaretten. Das Letzte auf der Welt, was ich empfehlen könnte. Bei seiner Beerdigung hatte mir mein Vater versprochen, dass ich ihn ein letztes Mal sehen darf. Doch die Menschen, die ihn wuschen, haben mich weggescheucht. Bethül, 12 Jahre. Weil Mädchen und Frauen haben da nichts verloren. Das war auf einmal dann sowas, auch wieder so ein Detail, was man nicht wusste über ein muslimisches Begräbnis. Und auch so ein aufbegehrender Teenager, der da in Röhrenhosen und seinem Sportbeutelchen auf dem Rücken vor dir steht. Und du merkst eben, wie die sich auch mit diesen Begrenzungen, auch mit den 2500 Rollen, wie die auch anfangen, sich aufzulehnen und zu kämpfen. Wie sie das als eine schreiende Ungerechtigkeit empfunden hat, dass sie nicht zu ihrem Opa durfte. Moment, ich hatte noch einen Text zu einem Sikh-Jungen, der war nämlich auch total interessant. Ah, hier der. Ich möchte euch mitteilen, wie schwer der Tod meines Opas für mich war. Wenn euch das schon passiert ist, dann tut es mir sehr leid. Meine Familie und ich fuhren eigentlich nur nach Indien, um zu schauen, wie es unserem Opa geht. Als wir ankamen, lag er aber im Koma. Ich konnte es nicht mit ansehen, wie er da in seinem Bett im Krankenhaus lag. Ich hatte ihn immer nur fröhlich und lachend gesehen. Seine Situation verschlechterte sich von Tag zu Tag. Deshalb brachten wir ihn in ein besseres Krankenhaus. Ich hatte Angst davor, dass er stirbt, weil wenn man jemanden verliert, kommt derjenige nicht zurück. Er lag fast 3 Wochen im Koma. Keiner wusste, ob er aufwachen würde oder nicht. Ich hatte Angst, sehr große Angst, um ehrlich zu sein. An einem Tag ging ich nach Hause, um Bekannte und Freunde zu besuchen, und in dieser Nacht hat uns Opa dann verlassen. Ich ging am nächsten Tag zum Krankenhaus, und da wir in Indien waren, wurde mein Opa feuerbestattet. Dieser Moment war am schlimmsten, weil mir klar wurde, dass ich meinen Opa nie mehr wiedersehen würde. Es war das letzte Mal und ich weinte. Ich wollte es nicht glauben, dass er tot war. Mein Papa hat Opa angezündet. Ich lese jetzt mal nicht weiter. Das war der Satz, wo ich alle und alle, die es seither gelesen haben, wirklich so erstmal fast aus den Schuhen gekippt sind. Man liest so einen Text und es ist so, der Enkel liebt seinen Opa, Opa stirbt, erwartbar Text. Und dann kommt dieser eine Satz, der so einen ganz großen Unterschied einzieht. Und das ist eben das, was bei diesem ganzen Projekt passiert und was eben auch so interkulturelle Schwellen und auch Altersschwellen teilweise verschleift, weil man merkt, bestimmte Sachen fühlen alle gleich, egal wie alt sie sind, egal woher sie kommen. Und dann kommen eben diese gesellschaftlich determinierten Erfahrungen, die ich persönlich als sehr bereichernd finde, dass man die in diesem Kontext halt so vermittelt bekommt. Also nicht so als, setzt euch mal mit anderen Kulturen auseinander, das ist wichtig für unsere Gesellschaft, sondern dass es auf so eine selbstverständliche Weise geschieht. So, also hier in der Schule ist es im Prinzip über eigentlich jetzt so das Gefühl für das Gesamtbild, ich bräuchte auch Texte von Kindern und Jugendlichen gekommen. Es war erst mein verlegerisches Interesse als Herausgeberin, dass ich diese Vielfalt gewährleistet haben wollte und deswegen Texte von jüngeren Menschen wollte. Dann habe ich aber in der praktischen Arbeit gesehen, was das in diesen Kindern und Jugendlichen auslöst, was es mit der Klasse getan hat, wie viel mehr dabei rumgekommen ist, als ich erwartet habe, also auf wie vielen Ebenen viel mehr passiert ist. Und das war halt der Moment, wo ich mir dachte, das wäre eigentlich auch was man wiederum anregen könnte, dass andere Leute das in ihrem Unterricht machen. Ein Beteiligter meines Projekts ist ein Pfarrer, der eben auch die evangelische Kirche, ich glaube in Baden-Württemberg berät, der hat dann danach sofort ein Konzept geschrieben und hat es seinen Religionslehrern empfohlen, im Unterricht zu machen. Und das ist, denke ich, eine sehr moderne Weise, jetzt mit diesen Sachen umzugehen. Nicht, dass der Frohmann Verlag hat jetzt die super Idee und rät allen auch sowas zu machen, sondern dass man das individuell anpasst. Also, dass man einfach guckt, okay, ich habe da und da zu tun, ich arbeite mit einer Jugendgruppe, Tod ist so ein schönes, letztes, großes Thema, was eine Verbindung herstellt zwischen Gruppen, die sonst vielleicht weniger verbunden sind. Und was ich aus diesem Projekt halt gelernt habe, wie unglaublich gewertschätzt sich die einzelnen Beteiligten fühlen. Die Autoren finden es schön, weil sie diesen speziellen Text schreiben können, so inhaltlich betrachtet. Und die sonst keine offiziellen Autoren sind, empfinden es auch als eine richtige Erhebung, daran teilnehmen zu dürfen und dann eben mit einem David Wagner in so einem Buch zu sein. Das finden die ganz toll, da kommen so dankbare Mails und die Kinder finden das eben auch. Und das war so dieser Punkt, wo ich auch merkte, hier kann man so ein
Selbstbewusstsein herstellen und den Kindern auch eine Bedeutung zuweisen, die sie auch wirklich haben. Die haben Stimmen, die total interessant und relevant sind und die einfach hörbar zu machen und in Kontexten zu versammeln, dass sich eben nicht nur Pädagogen damit befassen, sondern ganz selbstverständlich ganz breite Bevölkerungsschichten. Das ist, glaube ich, etwas, wie man im Moment sehr gut vermitteln kann in diese neue Welt der 2500x Identitäten und Einflüsse in unserer Gesellschaft. An einem Tisch ist mein neues Projekt, das ist im letzten Dezember ins Leben getreten und zwar über einen Streit auf Twitter. Manchmal geht es im Netz auch so, dass man sich nicht anhetzt nach 5 Minuten und dann blockt und nie wieder miteinander spricht, obwohl man sich vorher gar nicht kannte, sondern gelegentlich fängt man auch an, miteinander zu sprechen, was natürlich eine viel bessere Idee ist. Und es war so, dass ich in dieser totalen Aufregung über Pegida, die ja die meisten von uns erwischt hat, oh Gott, was, das kann doch nicht sein, sind die denn verrückt geworden und wie unangenehm und wie müssen sich die Leute fühlen, die in den geflüchteten Heimen sitzen oder wie wird man wieder auf uns schauen und so. Auf jeden Fall habe ich mich ganz furchtbar aufgeregt und zum ersten Mal, seit ich lebe, muss ich sagen, sowas wie einen gesellschaftlichen Weltschmerz entwickelt. Bisher war ich immer sehr gelassen, was Entwicklungen angeht und dachte, man kann ja was gegen machen. Und da hatte ich plötzlich das Gefühl, dass irgendwie alles aus der Bahn läuft und dass dieses The time is out of joint auf einmal für mich nachvollziehbar wird, was irgendwie schon ein paar hundert Jahre niedergeschrieben wurde. Auf jeden Fall habe ich dann in so einer etwas naiven, was sonst nicht meine Art ist, Emphase, wollte ich irgendwas Positives machen, irgendwas Konstruktives. Und anschließend an das Gespräch vorhin, ich glaube auch, dass die Bilder sehr stark in den Vordergrund getreten sind und Texte in ganz vielen Kontexten an Wirkung verloren haben und dass man speziell in verfahrenen Situationen, wie sie im Moment in politischen Diskussionen vorherrschen, wenn die Leute einander einfach nicht mehr zuhören, da braucht man mit rationalen Argumenten nicht kommen, weil wenn der eine linkes Pack und der andere Nazi schreit, werden Worte sowieso nicht mehr gehört. Und mein Gefühl war halt, dass man jetzt sowas wie positive Gehirnwäsche machen muss und einfach positive Bilder über Geflüchtete bzw. Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ins Rennen werfen muss, um die Durchschnittsbilder zu beeinflussen, die in den Menschen da so rumgeistern. Und dann hatte ich ein Hashtag entwickelt, das hieß Mein Migrationshintergrund und habe eben so aufgefordert, so ein Gefühl dafür in Tweets, dass fast jeder von uns auch relativ schnell in seiner Familiengeschichte außerhalb von Deutschland landet. Und dass es, wenn man darüber mal anfängt nachzudenken, alles total absurd ist, was gerade diskutiert wird. Dann kam aber eben das Problem mit der pommerschen Großmutter und den Vertriebenen und so weiter, dass das dann wieder alles schnell über einen Kamm geschoren wurde. Und dann hat mir eben so eine Kulturwissenschaftlerin, auch aus Berlin, die inzwischen in Schweden lebt, Asal Dadan, so ein echt wirklich fiese Reply auf Twitter geschrieben, dass sie das so ein bisschen naiv findet und so. Und ich total entrüstet, habe mich rechtfertigt und habe aber dann angefangen, mit ihr zu sprechen. Dann haben wir uns Mails geschrieben und immer weiter darüber diskutiert. Ich habe ihren Punkt gesehen, habe das Hashtag quasi auch leer laufen lassen, obwohl es dann auch schon wieder in der NZZ stand. Die reagieren ja auch immer so schnell auf so Netzbewegungen. Und dann haben wir halt überlegt, was könnte man denn machen, was wirklich sinnvoll wäre. Weil ein ganz großes Problem bei all diesen wunderbaren Aktionen im Moment ist ja, dass vielfach so patronisiert, paternalisiert wird, dass man halt für die Flüchtlinge spricht. Die armen Flüchtlinge, die haben so Schlimmes erlebt und ich bin jetzt ihr Anwalt und mache das zu meiner Sache. Und in Artikeln, in Zeitungen noch und nöcher, was alles falsch läuft und die armen Flüchtlinge und die bösen Politiker. Aber dass es ja viel sinnvoller wäre, anzufangen, die einzelnen Menschen hinter diesen Statistiken rauszuholen, denen Stimmen zu geben, ihre Geschichten anzuhören. Es passiert jetzt in den letzten Wochen, aber die erste Bewegung war halt eine ganz andere. Dass die Flüchtlinge waren die Flüchtlinge und in der Presse waren nur diese über die Flüchtlinge Artikel. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir etwas machen wollen, dass wir Jugendliche aus Familien, die vor kurzer Zeit oder vor einigen Monaten, vielleicht maximal ein Jahr nach Deutschland gekommen sind, zusammenbringen wollen. Also ganz kleine Gruppen, immer 2 Jugendliche mit uns Veranstalterinnen und 2 Autorinnen oder Autoren, deren Familien oder die selbst vor langer Zeit nach Deutschland geflüchtet sind. Weil wir haben ja auch diese Wellen gehabt, die Flüchtlinge aus dem Iran in den frühen 80ern. Und da sind ja heute auch sehr angesehene Autoren dabei, dann aus dem Balkankrieg sind sehr viele jetzt hier in Deutschland. Und unsere Idee war halt, dass die noch am ehesten sagen können, wie man nicht halt so Charity-Lady-mäßig da was Gutes tut und versucht irgendwie jetzt ein schönes Projekt zu machen und zu helfen und noch was organisiert, sondern ein wirkliches Gespräch hinbekommt,
wo man einfach nicht projiziert die ganze Zeit, wo einfach jemand ist, der einen unterschiedlichen Blick auf diese Geschichten hat und der eben Unterschied machen kann, der diese Erfahrung teilt, aber inzwischen halt ein integrierter deutscher Staatsbürger ist. Und interessanterweise haben wir ganz schnell festgestellt, dass ganz viele Menschen, die früher nach Deutschland geflüchtet sind und heute gut leben in Deutschland, geradezu getrieben von der Notwendigkeit sind, zu helfen. Also wir haben einen jungen Mann kennengelernt, der bei unserer ersten Veranstaltung war, Hamed, der aus einer 14-köpfigen libanesisch-stämmigen Familie kommt und der sagt, auch wenn er irgendwie ein krasser Typ war als Jugendlicher und auch wirklich eine Menge nicht hat anbrennen lassen und sich erstmal läutern musste, eigentlich hat er eine wunderbare Kindheit in Deutschland gehabt und verspürt dafür auch ganz große Dankbarkeit, wie gut seine Familie hier aufgenommen wurde. Und der macht jetzt was, der hat durch Zufall erfahren von diesem Geflüchtetenlager in Calais, was so autonom quasi entstanden ist, also was kaum staatliche Fürsorge bekommt, wo irgendwie 5000 Leute sind. Und da fährt er jetzt alle paar Wochen mit einem Laster aus Berlin hin, vollgepackt mit Spenden, fährt da rein und er sagt halt, er komme da eben rein. Der sei einfach nicht so ein scheiß Journalist von Weiß oder von FAZ oder sonst was mit unterschiedlichen Absichten, sondern er sei so, auch so ein Typ einfach. Und der hätte quasi die Street Cred, damit sie ihn da reinlassen und auch mit ihm sprechen. Und der hat dann angefangen, uns diese Geschichten aus dem Lager zu erzählen. Der bloggt eben darüber, deswegen sind wir auf ihn aufmerksam geworden. Und da haben wir eben gemerkt, dass das, was wir uns schon dachten, dass die Leute gar nicht Lust haben, dann hier die Flüchtlinge zu sein. Die wollen nichts anderes, als möglichst viel Normalität zu erleben, dass Leute mit ihnen normal reden, dass sie mal irgendwohin mit dürfen, dass sie arbeiten dürfen. Das sind so ihre Bedürfnisse. Und unser erstes Essen war mit zwei Männern, die einer vor 3 Wochen, einer vor 8 Monaten aus Syrien geflohen sind. Und eben Hamed, dessen Familie aus dem Libanon kam. Dann Anna Dushime, die arbeitet für BuzzFeed, ist also so eine coole Journalistin, kommt aber aus Ruanda und hat da den Genozid überlebt mit ihrer Familie. Also ihr Vater hat ihn nicht überlebt, der ist getötet worden. Ihre Mutter ist mit den Töchtern geflohen. Und Asal, eben der anderen Veranstalterin, und Michaela, die Maria Müller, die auch viel über diese Thematik schreibt. Und dann hatten wir diesen ersten Abend in Berlin, der... So sieht unser Logo aus. Moment. Wiederum, so wie bei 1000 Tode, so viel besser war, als man sich's denken konnte. Man ist da hingegangen und dachte, oh nee, ich mache mir jetzt totale Sorgen, vielleicht sitze ich jetzt doch als diese wohlmeinende, nette Frau da, die das sich alles so toll ausgedacht hat und die Jungs kommen da brav hin, weil sie denken, man muss höflich sein und wir sitzen da alle mit Fremdeln und wissen nicht, was wir miteinander reden sollen, aber das war nicht so. Es wurde erst, und das war eben sehr interessant, erst wurden so Zweiergespräche an dem Tisch geführt, die eigentlich wie auf einer normalen Party in Berlin liefen, so die Leute, die schon lange hier sind, redeten über ihre Jobs oder über was sie gerade so machen. Hamed hat mir gleich ein paar Manuskripte angeboten, klassische Verleger-Party-Situationen, also es lief alles ganz normal und dann kam dieses Gespräch auf und Asal hatte eben vorher die Idee, dass man eben, weil man auch immer so ein komisches, asketisches Bild auf die Opfer drauf projiziert, dass man immer so richtige Opfer haben will und auch nicht gerne hört, dass sie ein richtiges Leben hatten in ihrem Heimatland und wirklich nur wegen Krieg gegangen sind und vielleicht vorher schon total cool rumgefacebookt haben und schicke Klamotten hatten und vielleicht sogar Geld für den Schlepper, als ob das einen Unterschied machen würde letzten Endes, wenn die Leute diese Traumata unterwegs erlebt haben. Und es war dann halt so, dass Hamed eben Arabisch sprechen konnte, was ein großer Vorteil war. Und so Nidal war erst ganz, ganz kurze Zeit da und Maged. Und immer wenn die Sprache, das ist ja auch das Problem, man kommt da mit diesen tollen Ideen an, aber man spricht ja nun mal nicht fließend Arabisch in der Regel und erwartet dann ein brüchiges Englisch, erwidert es mit brüchigem Englisch und dann kommt man ja relativ schnell an Punkte, wo man dann nicht bestimmte Sachverhalte nicht richtig ausdrücken kann. Und dann konnte halt immer, wenn Betroffenheit sehr groß wurde und es emotional ist, dann versagt ja nun mal die Sprache, speziell die Fremdsprache, die gelernte, dann konnte Hamed halt Arabisch weitersprechen und so kam das halt zu Gange und
es war halt wirklich ganz wunderbar. Also man konnte nachher auch Fragen stellen, eben wieder mit diesem, darf man Leuten mit so extrem nahegehenden Themen überhaupt zu Leibe rücken. Ich habe dann Anna wirklich gefragt, wo sie ihren Vater erinnert in Deutschland, der ja nicht mitgeflohen ist mit der Familie, weil er schon ermordet worden war. Und das ist dann schon ein Moment gewesen, wo sie einen Moment lang schlucken musste. Und dann hat sie aber eben ganz normal antworten können. Und man merkte auch, dass sie die Frage gut fand, dass sie die nicht abgeschmackt fand, weil die Vertrauensatmosphäre halt da war. Und was ich eben an diesem Abend gelernt habe und was ich jetzt wieder applizieren will auf etwas, was man für Literaturvermittlung oder für interkulturelle Vermittlung benutzen kann, ist, dass diese Menschen, die schon lange hier sind oder schon eine Weile hier sind und schon Deutsch sprechen und auch vor allem hier legal sind, die Rechte genießen, die Privilegien genießen in unserem Land, dass die wunderbare Lotsen und Vermittler und Übersetzer sein können in dieser jetzigen Lage. Was wir eben auch schon gehört haben, dieses, wir müssen es schaffen, wir haben überhaupt keine andere Wahl. Und jetzt diejenigen zu mobilisieren, die dabei helfen können, weil sie bestimmte Facetten davon schon erlebt haben, ist halt einfach eine sehr, sehr schlaue Idee. Und deswegen ist mein Vorschlag halt, dass man sowas wie 1000 Tote und an einem Tisch jederzeit kopieren kann. Die Kultur des Teilens im Netz heißt nicht nur, dass man Sachen auf Facebook postet, sondern dass man das, was man aus dem Netz genommen hat, als Anregungen, als Idee auch wieder zurückgibt. Und deswegen bin ich nicht jemand, der sagt, jetzt ist aber dieses Projekt da und das hat mir eigentlich 1000 Tote nachgemacht oder an einem Tisch ist unser Brand und jeder muss es wie ein Franchise so machen, wie wir uns das ausgedacht haben, sondern die Idee ist einfach, die aus den Gruppen heraus, mit denen man arbeitet, halt Strukturen zu entwickeln, wo man die Stärken dieser Gruppen analysiert und herausarbeitet und die Leute mit Stimmen versieht. Und das digitale Publishing ist das ideale Mittel dafür, weil man einfach nicht ohne jeden Kostenaufwand, aber wirklich mit minimalem Kostenaufwand einfach publizieren kann. E-Books machen kann, Blogs schreiben kann und einfach Stimmen nach außen tragen kann, die wichtig sind, die Bedeutung haben. Das ist ein Satz, den mein Sohn so ungefähr in seiner zweiten Woche an dieser Schule mit nach Hause gebracht hat. Und der hat mir gezeigt, dass alles eine Frage der Perspektive ist. Der hat nicht gesagt, Mama, man hört, dass die Arabisch zu Hause sprechen, weil die das eher anders sagen, sondern er sagte, Mama, ich bin der Einzige in der Klasse, der nicht zwei Sprachen fließend spricht. Und das ist die Wahrheit. Und das ist das, was das große Potenzial und auch die große Möglichkeit und ich denke, die große Aufgabe von Literaturvermittlung im Moment auch ist, nicht nur dafür zu sorgen, dass ambitionierte Prenzlauer Berg-Autorinnen jetzt noch mehr Andersheit-Bücher schreiben, sondern zu gucken, wir haben schon Leute, die andere Sachen erlebt haben in unserem Land und die sehr gut schreiben können in den Erwachsenenriegen, die stärker zu fördern, die Literatur schreiben können, die einfach eine Relevanz hat für Kinder, die anders aufgewachsen sind als seit 1970 in Deutschland. Und auf der anderen Seite auch Literatur entstehen zu lassen an ungewöhnlichen Orten und mit ungewöhnlichen Strukturen, gar nicht mehr über den Buchmarkt nachzudenken, nicht mehr über Förderungen, nicht mehr über wie gehe ich zu einem Verlag, wie werde ich das Manuskript los, wer hilft mir dabei, sondern das digitale Verlegen ermöglicht einem wirklich zu sagen, wir machen eine Projektwoche in meiner Jugendgruppe, in meiner Klasse, bei uns in der Stadt. Und innerhalb von kürzester Zeit Literatur entstehen zu lassen, von Stimmen, die sonst gesellschaftlich diskriminiert sind in unserem Land. Und das ist eben so ein bisschen meine Schlussbotschaft, und dann höre ich auch wirklich auf, dass es jetzt halt nicht nur möglich ist, sondern auch genauso, wie wir vorhin gesagt haben, wir müssen es schaffen. Das ist jetzt unsere wirklich Verantwortung, dass wir die unterschiedlichen Stimmen, die in Deutschland jetzt existieren, hörbar machen und abbilden. Und es gibt einfach keinen vernünftigen Grund, das nicht zu tun. Es gibt nur Gründe dafür. Vielen Dank. Frage zu dem ersten Projekt 1000 Tote, finde ich sehr interessant.
Ich hätte auch einiges dazu beitragen können und das werde ich auch noch machen. Aber die Frage habe ich, kommen auch Geschichten rein, wo man jemanden den Tod wünscht und sich freut, dass er eintritt? Für die Übersetzung müssen wir es leider machen. Also eine solche Geschichte ist drin und das ist das, was ich auch immer so gut finde, weil man ist dann nach kurzer Zeit auch in gewisser Weise so emotional weichgespült und hat diese ganzen aufrichtigen und auch so klassisch moralisch geprägt anständigen und guten Betrachtungsweisen. Und dann kommt halt so eine Geschichte, geht so ungefähr, ah, mein Ex-Freund ist gestorben, der hat nicht mal den Anstand gehabt, mir noch die Chance zu geben, dass ich das und das zu ihm sage. So eine Geschichte ist drin, die sehr gut ist. Da hat aber lustigerweise die Autorin, die erst unter Klarnamen veröffentlicht hat, für eine weitere Version gesagt, ich habe mich gerade beruflich verändert, ich glaube, ich möchte jetzt doch meinen Twitter-Namen drunter haben. Also es ist lustig, man hat auch da ein bisschen einen kleinen moralischen Druck, gibt's durch den Kontext. Und die Leute, die so eher groteske Geschichten geschrieben haben, die werden auch so ein bisschen, die müssen mehr aushalten. Also so man kommt in dieser großen Gruppe, gibt es immer so einen leichten Unwillen, wenn jemand sehr ästhetizistisch schreibt. Also so die werden, was ich aber total falsch finde. Ich finde gerade die Vielfalt ist das, was das Buch so toll macht.